Mahlzeit, Kraft 90 Gaming ist am Start und heute geht es in diesem Video nicht nur rein um das Thema Gaming, so wie es sonst bei mir auf dem Kanal ist. Heute geht es mal um einen Test und zwar teste ich heute die neue Software von Wondershare, Filmora 10. Und ja, das Ganze ist eine Videobearbeitungssoftware, die jetzt quasi nochmal quasi verbessert wurde mit neuen Features. Wondershare hatte im Vorfeld schon Filmora 9 und ja, Filmora 10 kommt jetzt halt im kommenden Monat auf den Markt, ist dann ab dem, ich glaube, ab dem 10.11.2020 erhältlich. Und wenn du jetzt immer noch auf der Suche bist nach einem Videobearbeitungsprogramm, dann solltest du jetzt nicht abschalten, dann bleib auf jeden Fall dran. Video geht los. So sieht das Ganze aus. Also das ist jetzt das Programm Filmora X oder 10. Und ja, ihr könnt ganz einfach Dateien einfügen, indem ihr entweder die Dinger, also die Dateien importiert, oder ihr könnt einfach per Drag and Drop die Dateien reinziehen. Ist eigentlich ganz einfach und dann könnt ihr eigentlich direkt schon loslegen und eurer Fantasie vollen Lauf lassen. Ich habe jetzt hier in dem Beispiel einfach mal so einen kleinen Ausschnitt von FIFA 21 genommen, um euch mal zu zeigen, dass ihr da ja einfach kinderleicht Effekte einfügen könnt. Und das könnt ihr jetzt auch im Hintergrund gleich genau verfolgen. Also da seht ihr jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel an einer Stelle einen Schnitt mache. Da habt ihr ja gesehen, auf der Linie ist die Schere, da könnt ihr ganz einfach schneiden. Hier unten, wenn ihr, also wenn da unten könnt ihr den Ton lauter und leiser regeln. Ist auch sehr einfach gemacht. Einfach an dem Regler verschieben. Hier oben könnt ihr auf Play drücken, könnt euch das, also den Clip nochmal anschauen. So, und dann könnt ihr euch natürlich irgendwelche Stellen raussuchen, wo ihr gerne Sachen einfügen möchtet. Ist ganz einfach, dann drückt ihr auf Stopp, geht hier oben auf Effekte zum Beispiel. Und da seht ihr schon, da habt ihr einiges an Effekten. Das sind jetzt nicht alle, die könnt ihr euch auch runterladen bei Filmstocks. Es sind auch, ja, ich sag mal, standardmäßig sind auch einige Effekte schon drin. Alternativ könnt ihr, wie gesagt, bei den Filmstocks nochmal reingucken. Und da gibt es eine unendlich große, Auswahl an Effekten und Übergängen. Ich habe mir jetzt mal hier so einen Ball gewählt, also so ein Element. Und den habe ich einfach da reingezogen. Jetzt könnt ihr nochmal zurückgehen, drückt auf Play und schon erscheint er. Ihr könnt auch die Größe verändern von den Elementen. Das ist halt sehr einfach gemacht und das ist echt kinderleicht und deswegen ist Filmora meiner Meinung nach auch eines der besten Programme, nicht nur für, ich sag mal, Profis, auch gerade für Anfänger, weil es einfach sehr gut erklärt ist und weil man sich das auch ja selber beibringen kann und auch selbst erklärend ist. Das finde ich halt, ist das cool an dem Programm, ne? So, jetzt habe ich da so ein bisschen nochmal rumgestöbert und einfach mal geguckt, was vielleicht noch so dazu passen könnte. Da könnt ihr ja wirklich sehen, da ist wirklich ohne Ende an Möglichkeiten. Da gibt es Kategorien, also von A bis Z und egal, ob ihr jetzt Vlogger seid oder ob ihr eine Hochzeit gefilmt habt oder ob ihr Gamer seid, also ihr werdet da auf jeden Fall auf euren Geschmack kommen und könnt da Vollgas geben. So, jetzt habe ich das nochmal eingefügt. Da ziehe ich jetzt einfach ganz normal darüber. So, und ja, jetzt spule ich einmal zurück, gehe auf Play. Und dann könnt ihr schon sehen, zack, ist eingefügt. Ne, das war jetzt einfach nur ein kleiner Spaß. Ne? Das ist jetzt nichts, ich sag mal, ja, nichts Krasses. Aber so habt ihr schon mal gesehen, wie einfach das Ganze geht. Und ja, da könnt ihr wirklich euer Fantasie vollen Lauf lassen und voll durchstarten. Und ist klar, ich sag mal, ohne ein vernünftiges Videoschnittprogramm wird es schwierig auf YouTube. Also die Anforderungen werden immer größer von den ganzen Zuschauern, sage ich jetzt mal. Die sind mittlerweile echt gute Videos gewohnt. Und ja, auch ich muss da noch täglich immer mir Sachen, ich sag mal, neu beibringen. Aber das Ganze macht natürlich mit so einem Videoschnittprogramm auch Spaß. Jetzt bin ich mal kurz hier auf der Filmstock-Seite. Und da kann ich euch jetzt auch nochmal zeigen, wie viele Möglichkeiten ihr auch da habt. Hier oben steht zum Beispiel alle Effekte. Ihr könnt aber auch gezielt nach Effekten suchen. Ich habe jetzt einfach mal Gaming eingegeben und auch da seht ihr die ganzen Packs. Videogame Pack, Gaming Pack, da gibt es wirklich so viele. Comic Book Pack, Pixel Block. Also da ist wirklich ohne Ende drin, ne? Wenn ihr euch jetzt für ein Pack entschieden habt, könnt ihr euch da vorher so einen kleinen Trailer zu angucken und den einfach mal abspielen. Und wenn ihr den haben möchtet, dann geht ihr auf jetzt herunterladen und dann habt ihr halt das Pack. So ein Pack beinhaltet immer nicht nur jetzt irgendeinen Übergang oder einen Effekt. Da habt ihr meistens ja, wie das Wort das schon sagt, ein ganzes Paket. Also das besteht immer aus Schriftarten,
aus Elemente, aus Übergänge und halt auch aus Effekte. Und das ist halt echt geil, ne? Macht richtig Spaß. Und ja, das habe ich jetzt hier nochmal gerade im Hintergrund. Ich zeige jetzt auch, glaube ich, nochmal ein paar andere, damit ihr einfach mal einen Überblick bekommt. Ja. So, ihr kriegt aber auch nicht nur hier diese Packs, diese Videos. Ihr könnt natürlich auch in dem Fall, solche, ich sag mal, Videos von der Seite selber nutzen, wenn ihr jetzt irgendwas Cooles machen wollt. Da habt ihr da auch nochmal vielleicht Anregungen. Nicht nur Effekte und Videos, es geht noch weiter. Es gibt auch Musik, die ihr nutzen könnt oder Soundeffekte. Gerade die Soundeffekte machen natürlich so ein Video aus. Ne? Da kann es schon mal sein, allein schon so ein Mausklick oder so ich sag mal, beim Alert, wenn ihr jetzt reinschreibt, jetzt abonnieren, dann muss da auch ein Mausklick rein, damit es dann halt auch cooler wirkt, ne? Und sowas findet ihr alles in der Audiobibliothek. Und ja, also die haben auf jeden Fall an alles gedacht und da fehlt eigentlich nichts, ne? Also wer da nicht fündig wird, dann weiß ich auch nicht. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt. Ihr seht hier sind 9000 Seiten an, ich sag mal, an Musik. Da ist eigentlich ohne Ende drin. So, also nicht nur die Filmstocks, es gibt auch kostenlose Packs und Musik. Also auch das ist möglich. Ne? Ihr könnt euch da auch nochmal genauer einen Eindruck verschaffen und die Sachen auch mal austesten. Ne? Einfach mal ein Video erstellen und verschiedene Dinge mal austesten. Jetzt bin ich hier nochmal auf Medien gegangen und da seht ihr auch nochmal ohne Ende Packs. Ne? Ob das ein Cinema-Pack ist, ob das ein Sports-Pack ist, ob das ein Feuer-Pack ist oder Racing. Also ihr kriegt für jede Situation die passenden Packs und könnt so natürlich euer Video aufwerten und richtig cool gestalten. Und das gefällt mir einfach am besten an dem ganzen Programm, weil es einfach richtig Bock macht. So, jetzt gehen wir aber mal zurück in die Oberfläche und jetzt gucken wir uns nochmal was anderes an. Wir gehen jetzt mal weiter ins Detail. Filmora 10 hat jetzt natürlich gewisse Neuerungen und das sind unter anderem jetzt zum Beispiel die Shortcuts. Die zeige ich euch jetzt auch mal. Shortcuts sind halt Tastenkombinationen, die ihr euch selber erstellen könnt. Das heißt so Tastenkürzel. Hier seht ihr oben steht neues Projekt. Das ist jetzt diese Tastenkombination dafür. Die könnt ihr ganz einfach bearbeiten und geht einfach oben auf die Suche. Also ihr geht auf Bearbeiten, dann auf Suche, gibt zum Beispiel Neues ein, dann kommt schon neues Projekt und da könnt ihr das dann ja wegmachen und euch eine andere Tastenkombination, die für euch besser ist, einfallen lassen, eingeben, übernehmen. Okay, bestätigen und so könnt ihr euch das Ganze auch alles noch vereinfachen. Jetzt kommen wir mal zu den Keyframes. Keyframes könnt ihr setzen, da zeige ich euch jetzt mal. Wenn ihr zum Beispiel, ihr wollt jetzt ein Bild einfügen, was so einen kleinen Effekt hat, dafür könnt ihr halt auch Keyframes benutzen. Ist am Anfang wirkt es erstmal so ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so schwer. Ihr müsst jetzt zum Beispiel euer Objekt einfügen, könnt die Größe anpassen. Dann müsst ihr das Ganze hier in drei Schnitte aufteilen. Das habe ich jetzt hier unten einmal gemacht. Dann wählt ihr den ersten an. Also der erste muss angewählt sein von den drei Schnitten. Dann setzt ihr ja den Balken nach vorne, geht auf Hinzufügen. Dann habt ihr den ersten Keyframe gesetzt. Geht in die Ausgangsposition bei Skalierung ganz nach unten, sodass das Objekt nicht zu sehen ist. Setzt den zweiten Keyframe und dann skaliert ihr das Ganze höher. So seht ihr, dann wird es so. Ich sag mal, dann wird das so reingespawnt. Ne? In der Mitte, da lasst ihr alles so wie es ist, da nichts machen, damit das auch für eine gewisse Zeit dann so angezeigt wird, das Element oder das Bild. Jetzt geht ihr auf den letzten Schnitt und da müsst ihr natürlich das gleiche machen wie am Anfang. Ihr müsst einen Keyframe setzen, dann auch zum Schluss wieder einen Keyframe setzen und da macht ihr das Ganze umgekehrt. Ihr geht aus der Mitte wieder zurück in die Skalierung, so dass das Objekt oder das jeweilige Bild halt wieder verschwindet. Und so sieht das Ganze aus. Ist eigentlich auch relativ schnell gemacht und ist halt auch ein cooler Effekt. Ne? Man kann mit Keyframes noch viele andere Dinge machen. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen. So, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblings-Effekten oder auch Features, Objektverfolgung. Und das Ganze ist natürlich cool, das gab es bei Filmora 9 auch nicht.
das finde ich ist echt hilfreich und das macht in manchen Situationen schon auch viel aus und sieht halt cool aus. Ich habe jetzt nur mal ein einfaches Beispiel genommen hier in GTA 5. Da läuft jetzt so eine Passantin und die habe ich jetzt einfach mal ausgewählt. Die läuft jetzt gleich einfach Werbung für Wondershare. Ja, war jetzt ein kleiner Scherz, ne? Ich habe das einfach mal so gemacht und das Ganze zeige ich euch jetzt. Also ihr wählt einfach ja, eine Position oder halt ein Objekt, was ihr gerne haben wollt. Geht in die Anfangsposition, geht dann auf Bewegungsverfolgung, habt dann dieses Viereck, da geht ihr auf Verfolgung starten. Beziehungsweise, also starten müsst ihr gleich erst machen. Ihr minimiert das Ganze auf die Größe. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen den Kopf von der Frau gewählt. Hab das dann verkleinert. Dann geht man auf Verfolgung starten. So, dann seht ihr schon, das wird verfolgt. Das Ganze lädt einmal ganz kurz. Aber ihr seht schon, wie die ganze Zeit ja, dieses Rechteck die Frau verfolgt. So, und jetzt könnt ihr hier drauf gehen auf Import from Computer. Und jetzt könnt ihr euer passendes Bild oder was auch immer, was ihr da einfügen möchtet, könnt ihr einfach auswählen, drückt öffnen und das Ganze wird übernommen. Da könnt ihr natürlich auch wieder die Größe anpassen. Ich habe das jetzt mal ein bisschen kleiner gemacht, weil so riesig war jetzt auch nie so schön. So, habt ihr das Ganze dann eingefügt, drückt ihr einfach auf OK. Beziehungsweise könnt ihr auch einfach auf Play drücken und dann könnt ihr schon sehen, jetzt wird die ganze Zeit das Objekt verfolgt, ne? Und das ist in manchen Situationen oder in manchen Videos, ob das jetzt Vlogs sind, egal welche Videos, kann das schon echt cool sein und das finde ich ist, also jetzt von den neuen Features ist die Objektverfolgung auf jeden Fall mein Lieblingsfeature. Das finde ich richtig cool und das Ganze geht auch mega einfach, ne? Habt ihr ja jetzt gesehen. So Leute, das war es erstmal heute mit dem Video. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Daumen da. Für diejenigen, die jetzt neu auf meinem Kanal sind, gerne abonnieren. Und ja, wenn ihr richtig Bock habt auf Videoschnitt und jetzt vielleicht noch ein bisschen heißer drauf seid, dann lasst natürlich auch Wondershare Deutschland ein Abo da, weil da kommen halt, wie vorhin angesprochen, immer mittwochs die Tutorial-Videos. Und letztendlich braucht ihr eigentlich nur noch zwei Sachen. Einmal das Programm selbst, also Filmora 10, kommt jetzt nächsten Monat raus. Und natürlich das Abo auf deren Kanal, weil da könnt ihr euch die Tipps noch abholen und ja, euch das eine oder andere noch abgucken. Ich bin mir sicher, innerhalb kürzester Zeit werdet ihr da schon coole Videos schneiden können. Und ansonsten bin ich erstmal raus. Euer Kraft. Ciao.